Ich fass es nicht. Es friert schon wieder ein. Ich kann nichts machen. Warum ist das so? Warum passiert das? Also, den Schaden, den wir gemacht haben, ist nicht. Als ob wir ihn gefangen haben! Bruder, als was ist da passiert, als ob wir den gefangen haben? Jetzt sind wir overpowered, Digga. Ich dachte, wir sterben hier. Junge, ich dachte... Im heutigen Part umrunden wir Protalido, erkunden Protalido und Umgebung und schauen einfach mal so was finden. Unser Ziel ist ja Mesalona City und bis dahin werden wir noch mal so gucken, was passiert. Ne? Ich sehe noch ein paar Pokémon. Ja, unser Ziel ist es ja, die neuen Pokémon alle zu fangen. Sage ich jetzt nochmal hier überdeutlich. Und die alten Pokémon auch, um den Pokédex zu vervollständigen. Allerdings werde ich das dann eher off-cam machen. Pokémon werden auf jeden Fall gefangen. Hier gucken wir uns jetzt erstmal Gratolido an. Gegengift. Bevor gehe ich hier lang, um einfach mal zu schauen. Oh, hier ist tiefes Gras. Südliche Zone 1. Oh, das haben wir noch gar nicht, den Kleffer hier. Das ist ein neues Pokémon. Alles, was wir auf dem Weg aber finden am Pokémon, werden wir natürlich auch mitnehmen, ne, wenn wir sie nicht haben. Hefel! Hey! Ich hab das Pokémon durch. Ich nehme Pamamischon. Den Level up, komm. Ich weiß nicht, welcher Typ Hefel ist. Die Verteidigung singt. Das ist aber ein Weibchen, ne? Wir setzen einfach mal Donnershot ein. Oh, das war ja ganz wenig. Ruckzuckhieb. Ah, so geil, dass man hier die Kamera sehen kann. Seitenansicht. So sieht man Trainer Hintergrund und auch die kämpfenden Pokémon von dieser Seite. Letzter Angriff. Dann versuche ich es zu fangen. Das ist die. Das ist ein Hund, ist das, ne? Genau. Ein kleines Hündchen. Macht doch Hündchengeräusche. Das ist die Schnellauswahl zum Beispiel. Wir sind in den Arten. Yes! Bis jetzt noch kein Pokémon, was mir entkommen ist. Habt ihr letztlich die Animation im Wasser gesehen? Das ist ja richtig schlimm gewesen, wie das da buggy war, ey. Für Hefel wurde... Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Sein Atem enthält Hefe und bringt so alles in der Umgebung zum Gären. Es ist ein Fee-Pokémon. Ich würde gerne sehen, wie es sich entwickelt. Hefel bleibt erstmal Hefel. Und könnte in meinem Team, wenn ich nicht schon ein Fee-Pokémon habe... Ja, ich tausche es trotzdem mal gegen Brumm ein. Warum nicht? Und das Pokémon haben wir jetzt im Pokédex. Mach mal ein bisschen EP-Farm für mich. Hä? Ich wollte nicht kämpfen. Das erledigen wir mal eben ganz schnell. Als ob er erhält Widerstand. Wir schlafen? Okay. Wäre vielleicht nicht so dumm, ist zu fangen. Was? Ja, mein Team. Als ob.
Und damit das erste Pokémon, was geflohen ist, ja? Ich werde dich gleich sowas von zerstören. Wecker einsetzen, oder? So. Verteidigung von Fluff ist gestiegen. Aber mit Biss wird regeln. Das ist nicht sehr effektiv. Das juckt uns nicht. Blätterwerk. Schlaf echt taktisch sehr gut. Fluffelaffer. So, jetzt kann unser Pokémon regeln. Kämpfer gegen die anderen. Hier ist wieder so ein riesiger Mammutbaum. Oh, Philo hat Hilfe besiegt. Sehr geil. So muss das. Es regelt. Eins nach dem anderen. Erledigt es. Ein EP-Bonbon XS. Gibt es die also auch in diesem Game? Ich weiß nicht, ob ich das Pokémon jetzt schon habe. Ich will es wirklich einmal fangen. Ich habe aber wirklich Angst, dass mein Pokémon wieder einschläfert. Ich sollte direkt auf Blattwerk gehen. Okay, geil. Ja, wir schlafen. Aber wir fangen dich jetzt ein. Schwach, aber sehr gefährlich. Kein Widerstand hat es geleistet. Es duftet süßlich, fängt sein weicher, elastischer Körper einmal an zu hüpfen. Ist er nicht mehr zu stoppen? Nein. Und es kommt auch erstmal in eine Box rein. Ist, glaube ich, auch ein neues Pokémon. Was ist das für eins? Haben wir schon. Kraftvorrat. Eine neue TM. Auch cool. Ja, hier ist ganz viel los, aber jetzt wollen wir uns Pratolido ansehen. Bevor wir weitergehen. Also ich... Akademie-Schüler aus Pratolido sind nicht auf ein Zimmer einer Akademie angewiesen, sondern können direkt dorthin pendeln. Der steile Hügel ist aber etwas anstrengend. Ich dachte, da kommt jetzt noch diesen Bonzen. In der Akademie lerne ich so viele neue Dinge über Pokémon. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass ein Pokémon bis zu 4 Attacken erlernen kann. Ach nee, der Baum sieht geil aus. Mit den Blüten. Ah, die Pokémon habe ich noch nicht. Wie schwimmt das denn an Land, bitte? Halt's auf dem Regenschirm. Die kann ich nicht angesehen, es mag kein Wasser, das wissen wir ja schon. Erholung! Das ist auch sehr gut. Ach. Aber die Musik, wenn du aus dem Wasser kommst, ändert sich, das ist lustig. Können die irgendwie nicht angreifen? Geht gerade irgendwie nicht. Toll.
kommst da nicht rein? Was ist das? LOL! Leute, ist das normal, dass man da nicht reinkommt, oder ist es nur in diesem Anfangsdorf so? Es ist ja nur ein kleines Vorstädtchen, aber trotzdem. Eigentlich müsste man doch in die Häuser rein und die kann man wohl nicht ansprechen, ja? Meine Tochter ist ein kleines Mathe-Genie. Meine Kleinen interessieren sich eher für den Kampfkurs. Schön sehen die Häuser aus, aber naja, also es ist sowieso, ich habe mich auch schon immer gewundert, warum man in die Häuser rein kann. Einfach so ohne Vorankündigung in die Häuser. Dass das jetzt nicht mehr so ist, ist zum einen gut. Man hat weniger zum Erkunden, weniger zu töten für die 100%, aber mal ganz ehrlich, es war immer schon so gewesen. Warum ist das hier nicht so? Kann man hier rein? Nein. Finde ich sehr, sehr komisch. Wo geht es dahin? Ah, es ist die andere Route. Mit beides zum selben Ziel. Und hier kommen uns sogar Leute entgegen, aber das war auch schon in anderen Spielen so. Wusstest du, dass Pileipa... Ja, du bist ein Braver. Ein Braver. Was ist denn mit ihm jetzt hier? Als ob, ja, geh mal jetzt weg. Haben wir diesen Screen auch mal gesehen? Mit den Hintergrundgeräuschen in der Academy. Was war das für ein Bug gerade? Leute, ehrlich, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich bin eingefroren. Im Spiel. Unfassbar. Das Spiel ist wirklich noch unausgereift. Meine Güte. Als ob. Also wir haben das Pokémon schon. Da greife ich jetzt zur Flucht. Ich habe keine Lust gegen das zu kämpfen, weil wir hier gar nicht im Spiel waren. Wir waren ganz woanders. Hier in der Stadt. Hier zum Beispiel, die haben wir angesprochen. Wollen wir nicht nochmal ansprechen. Unnötig. Einmal reicht. Holen wir uns doch mal die Sachen, die wir jetzt natürlich nicht gespeichert haben. Erholung. Ich frage mich, warum man die Pokémon auf dem Wasser nicht fangen kann. Wahrscheinlich, weil wir hier in der Stadt sind. Und irgendwie kommt das System, mein PC oder auch die Capture Card mit der Geschwindigkeit nicht so ganz hinterher. Bild hier ist eingefroren, so, sag mal. Ja, du bist brav, ne? Du bist ein ganz lieber. Doch bring mir nicht mal eine Finanzbriefe nach Hause, du. Flyfer kann in seinen Schnabel Briefe und Pakete austragen. Ich weiß, ganz lieber bist du, ne? Und man kann durch diese Fahnen durchlaufen, geil. Ansonsten, Leute kommen dir hier entgegen, manche kannst du ansprechen, manche nicht. Hier sind Ruhe und Gemach, die treibenden Kräfte. Ah ja, scheint mir bloß, als wenn die hier alle reich sind. Zum dahin schmelzen. Na, bist du auch heiß auf Eis? Was haben wir denn hier? Schokominzeis, Soda-Eis, Erdbeereis, Mango-Eis, Teriyaki-Eis.
Geosalzeis. Eier. Eis, das ein Geheimtipp für den Liebhaber eines gewissen süßsalzigen Soße ist. Teriyaki-Eis. Ja, nee, da bin ich raus. Fundkraft, Raidkraft, Eikraft. Können wir uns das überhaupt leisten? Ich möchte gerne ein... Ja, also wenn, dann nehme ich hier ein Erdbeereis, Alter. Oder? Erdbeer ist geil. Komm, gönn Erdbeere. Wir bezahlen aber mit LP, komm. Sehr gut, eine leckere Portion Eis kommt. Eis aus frischen... Eis, das aus frischen Erdbeeren hergestellt wurde. Was sich in seiner angenehmen Süße widerspiegelt. Was passiert jetzt, Mann? Erdbeereis. Mmh, was ist hier los? Okay. Alle haben was bekommen. Eikraft, EP-Kraft, Breakkraft auf Level 1 hochgestiegen oder was? Okay. Komm bald wieder! Na sowas. Ist das auf der Map jetzt auch gekennzeichnet? Der Eisladen? Nein. Aber geil, dass Chumi hier Eis verkauft. Warum nicht? Na, cringe die Animation. Oh, das ist eines dieser neuen, Pokémon. Ich fass es nicht. Es friert schon wieder ein. Ich kann nichts machen. Warum ist das so? Warum passiert das? Hier geht es. Wir brauchen dafür keine blöde Mitgliedschaft. Ich spiele eh fast nie online. Deswegen, du bist jetzt mit dem Internet verbunden. Es wurde aktiviert. Es wird nach einem Geschenk gesucht. Pikachu vom Terra-Typ Fluch. Das meinte ich auch. Das sollen wir so erhalten. Und dafür sollte ich im Internet nochmal 5 Euro mehr bezahlen, Nintendo? Ich glaube nicht. Sehr, sehr geil. Und damit haben wir Pikachu. Ist es wütend? Entlädt es sich augenblicklich die Elektrizität, die es in seinen Backentaschen gespeichert hat. Sehr geil. Überprüfe deine Pokéboxen. Du erhältst einen Pikachu. Ja. Wir sind in der südlichen Zone Nummer 1. Sammeln wir da mal Gegengift ein. Sammeln wir mal das für mich ein hier. Genau. Alle Items, Gegner besiegen bitte. EP farmen. Netzball. Sehr geil. Haben wir einen Ball gefunden. Da kannst du ganz schön viel EP farmen. Da sind ganz viele Gegner. Töte alle. Ach, bitte greif sie an. Das Schweinchen geht mir auf die Nerven. Jetzt müssen wir tatsächlich doch noch kämpfen. Level 8 für Hefe. Wir werden gleich mal den Starter ein bisschen wechseln, um jemand anderen vorne an der Spitze zu haben. Jetzt erstmal ist bisher effektiv, wie ich sehe. Und da reicht ja dann nur noch der Rückenschlag, ne? Oh, schade. Ich dachte, wir greifen an.
Dann nochmal bis. Philo hat Ferkuli besiegt. Oh, gleich noch ein Kampf. Ah, es ist auch gekennzeichnet, dass wir dieses Pokémon schon gefangen haben. Sehr geil. Das sieht man an dem Pokéball, der neben dem Geschlechter ist. Dann wieder Biss. Sei sehr effektiv, also... Komm. Ah, es kann nicht handeln. Sehr geil. Schmeckt uns. Weg mit dir. So, und jetzt wollen wir einfach mal Hefel nach vorne holen. An die Spitze. Genau. Ein Dati genießt seine Weiterentwicklung. Sehr geil. Level 21. Okay, wenn wir das bekommen, macht ihr Hoffnung auf den Schwierigkeitsgrad. Ich würde den Schlecker mal probieren. Ja, richtig, Digga. Ich wurde sowas von gewonnen. Nächstes Pokémon rufen. Wir nehmen mal unser Stärkstes, ne? Level 13. Also wenn wir das fangen, dann kommt es definitiv ins Team. Ich würde sagen, Blätter. Als ob er zuerst angreifen darf! Wir halten aber... Das ist zu overpowered für uns. Was ist denn da? Wasser- und Käfer-Pokémon lassen sich leichter fangen. Der lässt sich bestimmt nicht fangen. Also den Schaden, den wir gemacht haben, ist wirklich nicht. Als ob wir ihn gefangen haben! Bruder, als was ist da passiert? Als ob wir den gefangen haben! Jetzt sind wir overpowered, Digga. Ich dachte, wir sterben hier. Junge, ich dachte, das wird jetzt hier... Wie diese ganzen legendären Legi-Battle, wo man... Dreck frisst, aber nein. Philo versucht Ruzukip zu erlernen. Hat er sich wohl abgeguckt vom Gegner? Ja, komm, gönn wir ihm. Rutenschlag darf gerne weg. Das wollte ich niemals erlernen. Tammy will Hypnose erlernen. Okay, komm. Hypnose, ja? Das Ziel wird in Schlaf versetzt. Oh, ich musste gerade so niesen, ne? Oh mein Gott, ey. Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. Ja, das brauchen wir hier, einen Heuler. Das ist eigentlich ganz gut, um den Angriffswert zu senken. Doppelteam können wir aber wegmachen, komm. Enno versucht Kratzfurie zu erlernen. Bekannte Attacke vergessen. Welche Attacke soll vergessen werden? Kratzer gegen Kratzfurie. Ist doch klar. Läuft. Dartignies, es versprüht Funken in hohem Gras. Es ist ein Feuer-Pokémon und Flug, in dem es Käfer-Pokémon vermutet und schnappt sich diese, sobald sie daraus hervorhuschen. Level 21. Ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Und zwar, so wie ich ursprünglich eins nennen wollte, es soll Dartri heißen. Nun also doch. Und es wird ausgetauscht gegen das, was wir eigentlich schon in unserem Team haben. Es wird
Ach, das haben wir noch gar nicht. Okay. Sie bleibt auch, das ist klug, aber hier, da, Tiri wird ausgetauscht. Leute, wir haben einfach mal ein Level 21er. Oh mein Gott, Alter. Wir haben mal eben meine Spezialverteidigung X gefunden. Und geben uns jetzt nach... Wie heißt die Stadt nochmal? Wir waren im Pratolido. Und wollen jetzt... zur Mesalona City. Genau. Nebenbei sind hier einige Pokémon. Aber jetzt habe ich gerade kein Interesse, welche zu fangen. Ich will ein bisschen Items farmen. Kämpfe gab es ja in diesem Part schon. Und wir wollen jetzt langsam ein bisschen hinlaufen, ne? Vielleicht können wir nochmal ein neues Pokémon nach vorne holen. Genau. Unser neues geiles Pokémon hier. Hier gibt es so viele Items. Das ist so nice. Also es gab noch kein Pokémon, was so offen war wie dieses hier. Ich dachte gerade, was ist das im Gras, ne? Okay, komm, gehen wir uns den Kampf. Wir machen einen Pixar und das Ding ist tot. Jawohl. Sowieso pures Glück, dass wir so ein starkes Pokémon haben, ganz ehrlich. Krass. Oh, hallo. Hallo Baummogel. In kleiner Form. Ich fange es einfach mal an. Ja, obwohl, nee, komm. Ich zeige euch den Kampf. Ist ja... Obwohl, mit dem Pokémon... Oha! Es hat widerstanden. Das hätte ich nicht gedacht. Vielleicht... Nee, vielleicht lässt es sich ja fangen. Mobile wurde gefangen. Es reguliert seinen Wasserhaushalt, indem es überschüssige Flüssigkeit durch die Augen ableitet. Es wirkt nur so, als würde es weinen. Bonsai-Pokémon? Gestein, ja. Nein. Und es soll auch erstmal in eine Box. Auch gefangene Pokémon können einen Namen kriegen von euch, wenn ihr in meine Kommentare schreibt und auch das Video liked. So. Dich fangen wir auf. Geh direkt auf Pokéball und fang dich ein hier. Sproxy ist gefangen. Gift und normal. Wer dieses friedfertige Pokémon verärgert, wird durch einen Biss mit einem scharfen, giftgetränkten Schneidezähnen gelähmt. Kein Spitzname und es kommt auch erstmal wieder in eine Box. Gut so. Oh, was haben wir hier? Egal. Oder auch nicht. Fangen wir dich. Sieht auch aus wie 1 in 1. Das ist ein Sonnenkern sogar. Na komm. Fangen wir Sonnenkern ein. Bestimmt gibt es eine Belohnung dafür, dass wir den Pokédex füllen. Kann also alles nicht schaden. Wir haben sogar ein Sonnenkernblatt bekommen. Zweimal. Es fällt morgens plötzlich vom Himmel.
Da es weiß, wie schwach es ist, sammelt es bis zu seiner Entwicklung nur Nährstoffe. Ist eine Pflanzen-Pokémon. War ja klar. Sehr geil. Wie frei diese Welt ist und wie viele... Ach, komm da jetzt hoch. Junge, komm da jetzt hoch, Digga. Als ob er da nicht hochkommt. Aber dieser kleine Stadtvorort, ne? Pratolido City. Finde es schon sehr seltsam, dass man in die Häuser rein kann. Also wir werden sehen, ob es auch woanders so ist oder ob das nur eine Ausnahme gewesen ist. Und diese Steine erinnern mich so ein bisschen an Ivarox. Das finde ich eigentlich auch so eine kleine Version vom Ivarox. Das erinnert mich immer wieder an einem Ivarox aus dem Spiel Zelda of the Wild. Apropos davon kommen es bald auch wieder ein paar Parts. Oh, und da können wir noch nicht rüber. Oh, ein Carpador. Hallo. Wie verschwommen er ist im Wasser aus. Man kann gar nichts erkennen. Da ist ein Item. Bestimmt eins, was sehr wertvoll ist, sonst wäre es dort nicht versteckt. Zu einem späteren Zeitpunkt holen wir es uns. Und da ist schon... die Academy. Mesalona City. Greif die anderen an hier! Als ob hier so viele Pokémon sind. Es möchte wohl bei uns bleiben und möchte nicht angreifen. Okay, da ist ein Trainer. Gegen den können wir kämpfen. Das sollte mir ein echter Trainer schon beantworten können. Hey du, ich habe eine Frage. Was passiert mit Pokémon, wenn sie keine KP mehr haben? Also keine Kraftpunkte. Wanderin Luisa fordert dich heraus. Wir sind overpowered. Du hast keine Chance. Sag ich doch. Das ist reine Geldmache für mich. Aber vielleicht sollten wir die richtige Antwort. Hast du gerade gesehen? Sie können nicht mehr weiterkämpfen. Du gewinnst 4. Manchmal habe ich solche Frame-Einbrüche. Noch viel schlimmer als in Goa. Sobald wir so schnell sind. Und die Texturen laden auch erst, wenn du näher kommst. Guckt euch mal die Mauer an. Die ist gar nicht richtig verarbeitet. Das geht besser. Wie gesagt, manchmal denke ich, wir sind hier Mario Sunshine gelandet oder Mario 64. Wieso kann er nicht über die Mauer springen? Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen, lol. Als ob wir den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Ja, ist richtig, Digga. Dass man den ganzen Weg laufen muss und dann kriegt man dafür gar nichts. War das da hingelaufen jetzt? Da ist doch mal ein Pokécenter. Wie schön.
Hier können wir alle unsere Pokémon heilen und ja. Schönes Detail, dass man da auch noch Fische sieht und Pokémon. Hier werde ich nicht langlaufen, obwohl doch, ich mach's mal off-cam. Du kriegst für den Weg, den du hierher gelaufen bist, den Luxusball. Okay, dann hat sich das wirklich gelohnt, den ganzen Weg von hier bis zum Pokécenter zu laufen. Kann man ihn noch durch den Zaun, weil sonst würde ich sagen, schneide ich das wieder rein. Ich habe keine Lust. Habe ich ehrlich nicht. Und man kann es nicht. Oder kann man auf den Stein? Nein. Kann man nicht? Okay, so. Das sollte dann sein. Daher ist ein Einkauf beim Pokémon Supermarkt immer eine gute Idee. Schließlich weiß man nie, was einen erwartet. Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Wenn du in der südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Du hast in der südlichen Zone gegen 3 Trainer gewonnen. Du musst gegen 4 gewinnen, um einen Preis zu bekommen. Einmal heilen, bitte. Damit sind alle wieder da. So. Sie hat anscheinend immer einen nützlichen Tipp für uns parat. Ich war zu faul. Das ist also Mesalona. Ich bin zwar gerade mit einer Zustellung beschäftigt, aber gegen einen kurzen Kampf hätte ich nicht. Lieferant, Cell fordert dich heraus. Was wieder? Warum friert das Bild ein? Lol. Und immer schön mitten in den Animationen. Das ist so kacke auf YouTube dann. Schön. Flammen sorgt, dass er brennt. Sehr gut. Das war's. Lieferant Marcel wurde besiegt. Dein Sieg wurde hiermit zugestellt. Okay. Ich frage mich echt, wo das Problem liegt gerade. PC neu. Ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Du hast in der südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewonnen. Dafür bekommst du von der Pokémon-Liga diesen fantastischen Preis. Donnerwelle. Das ist wirklich fantastisch. Du hast eine neue TM einer TM-Maschine zum Herstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.